Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Mutanten Experimentier Simulator 2018 in the Forest. Besonders der Raum hier. Entschuldigung, da wurde mein abgesaugtes Fett eingehauen. Ist das eklig. Ja, wir sind sozusagen kurz vorm Ende. Was haben wir denn hier? Property ja. Of Megan. Ja, und da sieht man's. Megan ist nämlich das Mädel. Ja, Musik. Sein... Oh. Ja, das Bild kannst du dir nebenbei auch nehmen und angucken. Echt? Bei mir ging das nicht. Das erste. Da konnte ich eben E drücken. Ach, jetzt kann ich E drücken. Bei Megan Cross. Kommst du? Ja. Ab nach unten. So, hier sieht man schon, sogar schon Subjekt 37B5 und Subjekt 82C6. Obwohl wir vor dem Beamer stehen. Und ich glaube, die Musik kommt sogar vom Beamer. Stimmt. Ja. So. Okay. Schnell was trinken. Stimmt, hier kommen die Labore erstmal. Die können wir erstmal uns ein, zwei Sachen. Was? Komm nicht rein. Ah, jetzt. Ein, zwei Sachen an. Okay. Und ich höre Freunde. Ich auch. So. Also erstmal die Bildschirme umgerannt. Kann man das hier kaputt machen? Nein. Nee, die Kisten kannst du hier leider nicht kaputt machen. Kommst du? Ja, ich wollte mich hier noch ein bisschen umgucken. Ich komme ja schon. Wie du da voll gegengerannt bist. Bin ja nur hier okay. Lang, ne? Ja. Hier könnten wir uns entspannt hinsetzen. Ja, ja. Gott, was ist das hier? Ne? Friseurstuhl. Hab ich auch gerade gedacht. Damit die Mutanten auch eine gute Frisur haben. Wenn sie Haare hätten. Tada. Hier im Drucker ist noch was? Ein schöner Kaffeerand. Lecker. Ey, da sind noch Drogen drin. Statt dass der das ja alles ausräumt, ne? Nein. Oh, was zu essen. So, hier noch was zu futtern. Noch ein Kaffee. Was? Kaffee? Seltenes Kaffee. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber der Typ hier schon. Oh, da ist er. Na du? Kannst du ihn durch das Ding angreifen? Ja, kann ich. Nice. Nee. Hier. Ein Ultraschallbild oder was ist das? Kann halt nicht. Ultraschallbild? Ja, das sah so aus hier. So. Hier. Komm mal rein. So, jetzt lassen wir einfach ihn mal von der Tür durchhauen. Das sieht mehr so aus wie Plastiktüren hier. Ja. So. Ja, du siehst schon, die haben sich auch schon barrikadiert. Hier liegt noch was auf dem Boden. Eine Zeichnung von Megan Cross. Und oh, ich höre Babys. Dino. Und ich tippe, die sind hier drin. Ja, da, direkt bei der Tür. Hm.
Wie das aussah. Hier ist Stoff. Hm? Oh mein hier, Gott. Auf dem anderen Bett auch. Hier hinten steht noch Alkohol und Stoff. Nice, Alkohol. Kann ich eigentlich diese noch... Diese Brutkästen nee, hier mit gut. den Babys, ey. Okay, Mollys bin ich voll. Ja, mal richtig strange. Ja. Das wird noch stranger. Gehirnaufnahmen? So, kommst du hoch? Ja, ne? Da müsste man doch rüberkommen. Wenn ich jetzt nicht zu blöd zum Springen wäre. Nee, ich komme da gar nicht rüber. Lol. Bist du denn jetzt rübergekommen? Hallo? Ja, ich bin einfach rübergesprungen. Nimm ich die auf den Weg. Geräusche hier. Und da... Das habe ich nämlich schon gelesen. Siehst du das auch? Oh mein Gott. Ja. Oh. Schön, ich will nach ihm greifen und greif daneben. Ah, shit. Ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Schön, das Spielzeug noch mit hinlegen. Ich hoffe, du siehst das auch bei dir, ne? Ja, ich guck dir gerade schön fleißig zu. Ja, ich hab nämlich immer das Gefühl, dass das ein bisschen buggy manchmal ist. Zack. Arm connected. Zack, anderen Arm. Zack, Bein. Und noch mehr. Musst du da jetzt selber reinsteigen? Schön ist, dass wir hier die Taschenlampe gerade. Hier ist noch was zum Angucken, ne? Und nein, ich kann da nämlich nicht reinsteigen. Mal das Bild weg, ich will Timmy sehen. Ja, und das Bild sagt auch schon, was wir brauchen. Wir brauchen Megan. Wir brauchen Megan. Oh. Deswegen wackelte der so. Batterie leer. Brauchen Megan. Und. Second Artifact. Ah nee, stimmt. Second Artifact. Wir brauchen the first Artifact erstmal. Da war wieder was zum Drucker, nämlich. Warte mal, First Artifact müsste, glaube ich, hier rum sein. Kommst du? Ja. Genau. Von der anderen Seite kamen wir, ja, da kommen wir nicht durch, ne? Nee. Was zur Hölle? Da müssen wir. Ich hab Freunde gehört. Ja. Hier. Einen. Zwei.
die man wieder durchs Glas nebenbei angreifen könnte. Vorsicht, auf der rechten Seite ist auch noch einer. Ja. Setz dich doch nicht hier hin, Digga. So. Zack, Leiterplatte. Irgendwas noch. Nö, ne? Hier sind nebenbei auch schon wieder Automaten, falls wir dann doch nochmal, ne? Och, ich nehme doch da gerade mal eins. Schnell mal auffüllen wollen. Wieder. So, ich habe 2 Snacks gegessen, dann hole ich mir mal 2 neue. Mal hier weiter. Ja. Genau. War hier drin noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, kann ob man auch noch da weiter oder... Nee, hier. Du kann man auch rein. Hier ist Medizin. brauch ich nur nicht. Ich bin immer noch voll. Ich habe ja noch nichts verloren. Hier siehst du aber die Fußabdrücke am Boden. Mhm. Und denen müssen wir jetzt folgen. Wir schlafen. Wollen wir rechts erstmal gucken? Ja, da hing noch ein Dings. Oh, ein Käffchen erstmal. Oh yeah. Lumi, Alkohol. Mhm. So, ich glaube, das ist aber auch das Einzige hier immer. So. Hast du Dings hier das Bild genommen? Welches Bild? Hier an der Tür hängt da, hing da eins. Daddy. Oh, Daddy shit. Ist böse. Oh shit. Oh ja, jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich meine. Bereite dich auf den Kampf vor. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir Dynamit und das TNT. Weil damit geht's leicht. So. Kann man hier runterfallen? Nein, das ist Glas. Komm einfach mit. What the fuck? Hm, nette Halle, ne? Und... Ah, seh ich sie? Ja, ich seh sie. Guck mal, was da vorne sitzt. Oder wer? Gegen Mengen müssen wir kämpfen. So. Ich mach nichts. Meine Hände sind jetzt weg von Tastatur und Maus. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob du es auch siehst. Ja. Also. Das ist gruselig. Mhm. Und deswegen ist es ein Horror-Game. Weil, jetzt musst du gleich mal kurz ein Stück Abstand halten. Du. Erst zeigt sie auf mich. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig creepy. Du siehst sie wackeln, ne? Ja. Und du siehst, was da rauskommt. Was zur Hölle? Sorry für die Lautstärke. Und das ist der... sozusagen eine Endboss. What the fuck? Ich schmeiß Dynamit, Vorsicht. Ja. Oh! Weil die hat, du musst aufpassen. Die hat mir nämlich gerade gute 4 Rüstung weggehauen. Ich bin gleich tot. What the fuck, what the fuck? Ja. Ja. Kann gut springen, nämlich. Die hat einen Fokus auf dich, das ist doof. Oh Mann! Triff jetzt mal. Perfekt! Jetzt habe ich sie getroffen, nämlich. What the fuck, what the fuck, ey? Ah, ich lieg am Boden.
Sie hat mich umgeworfen gehabt. So. Schnellkopfbombe. Scheiße. Ah, scheiße, die springt einen immer so nervig an. Ja. Ich hab die nicht einmal getroffen mit Dynamit oder so. Ist sie platt? Ich glaub, sie ist tot. Warte, ich werfe einen Dynamit, geh weg. Zur Sicherheit. Nee, sie lebt noch. Übertreibt's aber richtig. Mhm. Das ist das Problem. Übertreibt richtig, richtig. Ich renne mal. Weil jetzt wirft sie mit Babys. Wortwörtlich. Jetzt kommt sie nämlich mit Babys. Wortwörtlich. Fuck, Alter. Lenkt die Alte ab. Oder auch nicht. Vorsicht, sie kommt. Autsch. Nee. Oh mein Gott, Alter. Jetzt Fokus auf dich noch. Es klappt besser, sie mit Feuer zu bekämpfen. Ja, Tobi, wirf mich zu Boden, während ich hier Dynamit angezündet habe. Vorsicht, Dynamit. No. Ich jabber noch mal schnell Medizin. Oh, schön. Na komm. Komm. Oh shit. Die galoppiert aber richtig, Alter. Die ist richtig Rage Mode, nämlich. Kann ich verstehen nebenbei, ne? Keine Bomben mehr. Und da zerfällt sie. Ja. Gott, Alter. Und wir nehmen Megan mit. Zumindest. Ja, die Einzelteile, die machen jetzt noch. Komm. Du Scheiße, ey. Ich hab Megan, ne? Ja, gut. Jetzt müssen wir nämlich zurück zu Temme. Oh Gott, ey. Das war hier durch, ne? Sprich, du, wenn irgendwas doch noch leben sollte, musst du mich mal beschützen, weil ich kann nicht kämpfen, während ich die trage. Aber hier ist nix. Okay, hier ist ja wieder der Raum, weil wir müssen sie jetzt da reinstecken.
So bestialisch das auch klingt, aber... Ne? Life Stable. Dings, der Bombster. Konnte ich jetzt nicht die ganze... Required. Im Grunde, wir brauchen noch etwas. Und ich fress mal kurz die Bären auf. Das auch mal jetzt. Schnell. Welche? Weil jetzt hast du ja so schön the second artifact. Ich wollte auch mal ein Ding irgendwo vorhalten. Bei mir stehst du einfach nur vor. Bei mir hältst du nichts davor. Ist auch schön. Warte mal. Bevor wir weitergehen. Erstmal Rüstung wieder ein bisschen auffüllen. Stimmt. Ne? Zumindest konnte ich zwei Rüstungen noch hinzufügen. Jetzt habe ich fünf. Ich habe jetzt vier Rüstungen. Okay. Ich habe fünf. Aber auch geil aufgebaut, muss mal gucken. Links und rechts erstmal schön die Dings. Und ich glaube, hier hinten kommen wir nämlich nicht weiter, genau. Wir müssen nämlich wieder da lang. Die Höhle des Löwen. Also ist Megan die Mutter von den ganzen komischen Kreaturen? Nee, die Sache ist die, hier wurde experimentiert. Ja, das dachte ich mir. So, und... In dem Sinne sind die, ist da was schief gelaufen? Die sind im Grunde dann zu diesen Mutationen geworden und die Mutationen haben, zumindest die, die noch Menschlichkeit drin hatten, haben versucht weiter zu forschen, um Heilmittel zu finden. Und da haben die Megan geholt, also zwangsweise geholt, weil die ist ebenfalls, abgestürzt, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise, die wurde hergebracht. Deswegen auch Papa ist böse, weil der Vater war ein Forscher. Oh. Da so. Oben irgendwas? Sehe ich nicht. Muss gerade mal überhaupt... Nee. Nee, man kann ja einfach nur lang. Taschenlampe. Ich brauche Taschenlampe. Hier zum Ende hin brauche ich Taschenlampe. So, jetzt mal kurz jetzt hier. Jetzt müssen wir hier tauchen, denke ich mal. Benutzen, damit ich hier auch voll hab. So, und dann. Blub. Blub. Einfach mal hier lang schwimmen, tauchen, das wird schon richtig sein. Alter, das war aber auch mal ein Kampf, ne? Boah, Alter, die war echt heftig. Vor allem, wie sie sich verwandelt hat. Ja, das war geil. Oh, noch eine Tür. Ja, eine Eisentür. So. Erstmal anequippen. Mal Steine mitnehmen. Die hier schon extra liegen, damit man das... spielen kann hier. Warte. Ich habe noch so eine komische Keule aufgesammelt. So, wir können durch. Und nicht erschrecken. Guck mal. Ein paar nette Leute, die sich lieb haben. So, und ein paar mehr sind hier und meines Wissens ist das Artefakt, was wir suchen, da unten. Und da drüben irgendwo müssten wir, glaube ich, runterkommen. Ach, warte mal, das sieht hier gerade so geil aus. Warum sind die so stehen geblieben, ist die Frage. Und so gestorben. Ist eine gute Frage. Wir können jetzt runter. Schon. Oder wir gucken mal, was hier so ist. Ich würde mal hier gucken. Weil hier ist auch noch ein bisschen Weg. Mit ein paar Kaffee. Oh Gott. Vielleicht gibt es ja hier Fische. Nee, zu flach.
Das hält die Fische auch nicht auf. Die schwimmen auch in der Luft. Hier ist noch was. War auch warte nicht. Mal. Hier oben ist nämlich auch noch eine Höhle. Wollen wir hier weiter? Ja. Not können wir ja wieder zurückgehen. Das stimmt. To-Do-Liste aktualisiert. Hier ist nämlich so eine komisch eingestürzte Höhle. Ah ne, hier ging's, also geht's sogar weiter. Oh. Ich gerade. Ist gar nicht das Dings. Hier geht's weiter. Und guck mal. Da ist der Kopf des kopflosen Reiters. Zweimal. Ich musste ja, einmal mit meinem Katana andere... durch. Ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was das an der Wand ist. Aber wir haben hier erstmal wieder einen Soda-Automat. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe rein, nicht, dass hier plötzlich irgendwas sich bewegt, aber nein, tut's nicht. Einmal schnell hier durchschauen, sieht aber nicht danach aus, als wäre hier was. Im April kommt die finale Vollversion von The Forest raus. Habe ich gelesen, also hat Silvana gelesen und mir geschickt. Okay. Hier kann man nur sitzen und so. Hier ist nichts drin. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, geht. Ach Gott. Frauen machen sich auch immer umständlich. Ey, ich habe mich da nicht mit Absicht eingesperrt, ja. Hier ist nichts. Kaffee. Das ist ein Käffchen. Käffchen geht immer. HDMI sogar, krass. Ja, die haben schon HDMI-Anschluss hier hinten. So. Ups, jetzt habe ich aus Versehen mein Schwert geschwungen. Aber du wurdest nicht getroffen. Alles gut. Och Gott. Wie oft habe ich die... Hier sind nebenbei Koffer. Ups. Ich hoppala. Oh, das ist gut. Leuchtfackel kann ich gebrauchen. Jetzt geh doch, despawn dich mal hier, Mann. Die spawne doch nicht. Nein, ich meine hier die Sachen. Ich wollte gerade sagen, warum sollte ich mich despawnen? Kommen wir überhaupt wieder hoch? Wir werden schon einen Weg finden. Zack, zack, zack. Sonst wäre das Spiel ziemlich assi, wenn... Das war knapp. Das war echt knapp. Ich will mal nichts sagen, aber ich würde nicht in einen Fahrstuhl steigen in so einem Gebäude. Fahren wir? Also, bestimmt. Es ist ja geleuchtet. Ja? Vielleicht stehen wir auf dem Berg irgendwo. Ja. So unrealistisch ist das gar nicht. Wusste es. Und das Schöne ist, man sieht es von außen nicht. Ja. Wir kommen nämlich an einen ganz, ganz netten Ort. Und zwar die Kommandozentrale. Was zur Hölle? Und da in der Mitte ist der Knopf, nicht drücken. Ich wollte mal gucken, ob hier noch was ist. Nee. Boah, okay. Man kann die Höhle vor. Die Höhle, die Welt von hier aus sehen. Ja. Wollen wir hier jetzt vielleicht den Part beenden? Ja, können wir machen. Weil es triggert nämlich eine kleine Szene, die Dings. Deswegen. Deswegen wäre es vielleicht hier... gut. Und ich muss aber aufs Klo. Ja. Dementsprechend würde ich sagen. Tschüss, ciao, euer Livers und tschüss, ciao und bis zum nächsten Part. Schade, ich dachte, ihr würdet jetzt sagen Chihiro, oh, dann hätte ich noch sagen können, die ich gleich durchs Fenster schubse. Dankeschön.